Da haben sie getanzt. So, da ging es so gegen die Gauchos. Die Gauchos, die gehen so. Und was da für ein Aufriss drum gemacht wird, ne? Ich komme früh, ich muss mir vorstellen, ich komme früh ins Facebook rein, nachdem ich den PC eingestartet hatte. Lese mir das durch und denk mir gleich so, warum hast du dein PC angemacht, ey? Ich komme früh rein und liest so einen hirnverblödeten Scheiß. Dieses typische, da macht man einen Gag, dann kommen die Mädchen, zweifeln sofort an, oh, diese Rassisten, und der deutsche Ruf ist jetzt geschädigt, sofort verbannt sie in Exil, häutet sie bei lebendigem Leibe, schickt sie wie heißt denn, na, wo kommen die her, da Messi und so, ich hab den Namen vergessen. Argentinien, jetzt habe ich sie da. Schickt sie nach Argentinien, lasst die Leute da entscheiden, ob sie bei lebendigem Leibe verbrannt werden sollen wie Hexen oder weiß nicht, ne? Es wird übelstes Drama draus gezogen, die Leute kriegen sich gar nicht mehr ein. Und dann liest, und dann guckst du rüber, dann guckst du nach Argentinien, ne? Du schaust nach Argentinien und siehst in Argentinien in den Zeitungen, ja, die Deutschen haben ihre Heimat begrüßt mit einem Scherz über uns Argentinier. Ist total unbegeistert, total normal. Und es ist ja auch normal. Ich meine, klar haben die Witz gemacht, aber es ist doch jetzt wirklich nichts, wo du sagst, oh mein Gott, was sind das für Arschlöcher? Es ist doch einmal ein ganz normaler, stinknormaler Witz gewesen. Und was darf man doch mal machen? Gerade als der Sieger einer WM nach anderthalb Monaten harter Schufterei, darf man doch wohl mal so einen Witz machen, ohne dafür gleich als Nazi und was weiß ich nicht abgestempelt zu werden. Und ganz ehrlich, dass ich da so klein hatte, ich habe auch dann die Kommentare darunter gelesen, wie das bei Facebook so ist. Dann kommen die Moralaposteln durch, die meinen, das Beste der Welt zu sein, weil sie dann mal den kleinen Kindern beibringen können, was Recht und Ordnung ist, und die kleinen Kinder interessiert das gar nicht, und die schreiben dann weiter ihren Hate-Kommentare hin, und dann kommen, was weiß ich, ach, das ist, du denkst einfach nur so, warum, irgendwann muss man es doch mal raffen. Ich meine, gibt so viele Menschen, ich verstehe es nicht. Also wenn ich das einmal machen würde und dann merken würde, dass so ein Scheiß dann drunter in das Kommentar gepostet wird. Also ich wäre so intelligent und würde nicht nochmal versuchen, sowas zu posten. Aber bei einigen entweder sind sie wirklich jedes Mal neue Leute, die das posten, oder bei einigen setzt da echt was aus im Kopf. Dass sie gar nicht daran denken, dass es wieder so enden wird und wieder 5000 Meinungen. Ich meine, es ist Facebook, es passiert nur mal, dass da 5000 verschiedene Meinungen existieren. Da kannst du dich dann nicht hinstellen im Facebook und sagen, nee, das, was du machst, ist falsch. Du musst das schon so machen, wie ich das mache, weil das ist der einzigst richtige Weg. Es gibt 7 Milliarden Menschen auf der Welt, aber das, was ich denke, das sollte schon der Weg sein. Und es gibt nicht zufällig noch 6.999.999.999 Menschen, die so ähnlich denken könnten und die auch denken könnten, das, was ich mache, ist das Beste. Nein, meine Meinung ist die wichtigste. Und so habe ich so manchmal das Gefühl, laufen hier so ziemlich viele Menschen durch die Welt. Vor allem im Facebook laufen Menschen durch die Welt. Und da greife ich mir ehrlich gesagt nur an den Kopf. So. Oh Gott, davon habe ich ja schon. Da kommt ein Zombie angecrunched. Kommt zu mir. Willkommen zu Papa. So. Was war das denn jetzt? Ach, ein Mini-Zombie. Hab ich schon gewundert, dass du was kennst irgendwo. Wie ich jetzt mal alles zerpflücke hier, bis ich den Zombie erwischt hab. Wisst ihr was? Ich geh jetzt nicht nochmal los. Ich mache jetzt eine Bäckerei. Lieber Zuschauer, ich werde dir nun eine Bäckerei errichten. Ich kann dir nur nicht versprechen, dass die gut aussieht. Okay. Wir machen das am besten so.
Wir legen erstmal einen Grundstein, damit ich weiß, wie die Bäckerei im Endeffekt aussieht. Da haben wir ja wundervolles Material dabei. So. Man könnte sich besser für eine Bäckerei eignen als ein kalter, glatter Steinboden, mit dem man, den man super sauber machen kann. Dann packen wir jetzt einfach mal hier noch ein Schwert in das Gesicht des Zombies. Lalalala. So, was habe ich? Ich habe keine Probleme. Ich fühle mich sogar richtig sicher hier, weil hier kann mich gar nichts angreifen. Die müssen erst bei einmal komplett eine Runde laufen, dann sehe ich die von vorne her kommen. So, dann machen wir hier noch mal so ein Ding hin. Genau. Man könnte eventuell noch ein Schwert ins Gesicht des Zombies packen. Oh, bam und bam und bam und bam. Könntest du hier. Oh, jetzt bin ich ans Mikro gekommen. Ich hoffe, dass sich nichts verändert. Könntest du ein richtiges Tower Defense Spiel hier machen? Okay, jetzt ist natürlich die Frage, wie richte ich mir das jetzt hier alles ein? Ich habe jetzt mal ein paar Steinziegel. Ich probiere jetzt einfach irgendwas. Seid mir nicht böse, wenn das bei Scheiße aussieht. Das kann durchaus passieren. So. So. Ich wollte das so machen. So machen. Dann hier selbstverständlich das so. Genau. Chimney. Das bleibt jetzt natürlich nicht so, ich würde sowas mal gerade irgendwie. Das würde ich zum Beispiel gar nicht so machen. Hallo Zombie. Na komm's runter auf ein Bierchen. Lieber, also auf eine warme Milch. Kommt der Zombie jetzt runter zu mir. Genau, machen wir das so. Da. Ach, komm schon, ne. Stirb! Stirb! XP! Ich will sie alle haben! So. Hab ich denn noch? Hab ich. Super. Mache ich jetzt für mich eine Workbench. Die pack ich mir jetzt hier rein. Jetzt kann ich auch anfangen, ordentlich zu craften. Ich mache schon mal eine runde Zäune. Oh! Der hat mich jetzt erschreckt. Der hat mich in der Tat erschreckt. Na, was ist? Komm her, los. Ich habe keine Angst vor dir. Okay. Dann würde ich das nämlich so machen. Muss ich das probieren, wie das jetzt aussieht, alles, wenn ich jetzt irgendwas zusammenbastel hier. Theoretisch könnte ich das so machen,
Warte mal, man könnte das ja so lassen. Und dann nimmt man diese Steine. Könnte das eigentlich wirklich so zumachen? Ich könnte aber auch so machen. Ja, ist auch wieder doof aus, wenn ich das hier so. Achso, das kommt ja. Hier ist ja eh so dann, gell? Gehen wir davon aus, ich mache mir hier wirklich mal ein paar mehr davon. Oh mein Gott, ich glaube, dass ich bin gerade, glaube ich, nicht in der Verfassung, sinnvolle Gebäude zu konstruieren. Ich habe das Gefühl, dass ich hier mega scheiße gleich fabrizieren werde. So. Dann ziehen wir hier mal einfach das jetzt rüber. Mach ich das wirklich? Ich bin mir... Ich glaube, das ist gar nicht so eine gute Idee. Ich glaube, wir machen das komplett einmal so drüber jetzt. So. Eine Reihe geht noch. Oder auch nicht, weil ich keine Rohstoffe mehr habe. Dass man mein ganzes Holz verballert jetzt. Ich hoffe, das bringt jetzt auch und das sieht auch wirklich gut aus. Ich glaube es fast nicht. So. Ja, klasse. Also ich habe noch nie in meinem Leben was Schöneres gebaut. Wirklich. Es sieht einfach fabelhaft aus. Gibt das, glaube ich, gleich auf mit den Bauen. Also, das sieht echt beschissen aus. Ich habe noch nie was Bekloppteres gebastelt als das gerade. So. Das hier noch alles wegruppen noch mal ganz kurz. Das fliegt auch noch mal alles weg hier. Dann machen wir das jetzt hierher. Die Zäune nehme ich jetzt einfach mal hierfür. Den Stein lasse ich weg. Wo kommt jetzt das hier hin? Machen wir das auch mal weg hier. Okay. Stein habe ich jetzt nicht mehr genug, Eisen habe ich auch keins. Steinfall.
Holz habe ich nicht mehr genug, meine ich. So. Das hier passt doch eigentlich ganz gut, finde ich. Okay, jetzt ist halbwegs eine normale Form an hier, die Hütte. Ich schließe das komische Gerüppel der Extras von vorher. Ich bin mir noch unsicher, was ich hier gebastelt habe. Ich wollte es halt irgendwie an die Wand anschließen lassen, damit es so wie verbunden mit der Wand aussieht, aber ich glaube, das ist keine gute Idee. Dann ruppe ich das lieber so, wie es ist, raus. Also hier soll man langlaufen können, so, um dann hier hinter noch zu kommen. Hier könnte man jetzt ein, Ofen, oh. Hier können wir jetzt einen Ofen hinbasteln. Dann nehmen wir mal davon eine Hand. Dann nehmen wir mal davon eine Hand. Davon. Da von einer Hand, hier von einer Hand. Ich kann mir auch gerade, doch kann ich, super. Das trifft sich ja super gerade. Ja, das sollte dann sicher auch schon der ganze Zauber-Hokus-Pokus sein. Ja, wann brennt das denn ab? Eigentlich sollte das nicht abbrennen. Okay, eigentlich sollte das nicht abbrennen. Kleinen Moment. Wir haben es gleich. Genau. Da unten und da oben kommt Lava dann rein. Dann kann man hier das Brot reinschieben. Das sieht doch okay aus. Wäre natürlich genial, wenn das Feuer einfach jetzt bleiben würde. Aber ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Dann kann man hier eventuell noch... So, das hier so machen. Dann kann man hier wirklich komplett einen Ofen... Ja, da geht das erste Feuer schon aus. Schade eigentlich.
Und hier könnte man theoretisch noch ein Lager machen, wo man ein wenig Brot lagert dann. Hier direkt schon absteigt. Moment, so. 1 und 2 und dann Treppe so hier einmal hin. Muss ja nichts Besonderes sein. Geht man aber eher. Ziehen wir uns nicht kurz hier eine Reihe. Dann hier noch eine Reihe, wo dann provisorisch, man kann dann auch Kisten draufstellen, die müssen aber nichts bedeuten. Da fehlt irgendwie ein Grasblock, ich weiß auch nicht warum. Jetzt habe ich kurz einen kleinen Schreck bekommen. Ich glaube, das war nur ein Schaf. Oder es war ein mutierter Riesengolem, der mich gleich töten wird. Ich glaube, es war ja ein Schaf. Auch hier noch ganz kurz eine Wand hingezimmert. Genau. Ja, das. Oh, ich mach das mal anders. Ich mach das mal komplett anders. Und auf dem Fußboden, was siehst du, da habe ich sogar was vergessen. Da habe ich nicht mal mehr einen Stein. Oh. Auf dem Fußboden lassen wir das so. Und dann kommt hier noch was hin. Fußboden stehen Kisten. Können wir theoretisch einfach mal den hier machen. Dann stellen wir hier eine Zweikiste hin. Hier eine Zweikiste, dann einer. Und genauso da drüber. So, super. Ich würde aber sagen, ich beende die Aufnahme dann erstmal für heute, für jetzt. Ich brauche auf jeden Fall mehr Kreativität hier. Wow. Ihr seht schon, das ist sehr unkreativ, was ich hier gerade hinrichte. Deswegen sage ich erstmal, ciao. Bis zum nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Adios.